Ein Thema, was auf jeden Fall gerade aktuell ist und wo auch viele auf Instagram mir geschrieben haben, bitte reagier auf das Video, ist die Thematik mit Kanye und seiner 87. Trennung. Das Video werden wir uns auf jeden Fall jetzt direkt anschauen und danach werden wir gucken, ob wir noch irgendwelche anderen Videos finden und dann gehen wir wahrscheinlich ins Discord-Format wieder. Speed Dating gucken wir heute, dass wir mal vielleicht ein paar Beziehungen organisieren, damit genau sowas nicht passiert, wie mit Khan. Ich glaube, wir gehen am besten mal direkt ins Video rein, weil viele Fragen, die wir eventuell jetzt gerade im Kopf haben, werden vielleicht durch das Video geklärt. Deswegen wollen wir einfach reingehen, wollen wir uns einfach anhören, was da passiert ist. Ich war selber geschockt. Ja, herzlich willkommen zu... nenne ich das, Digga. Zu meinem Déjà-vu, würde ich mal sagen. Ja, heute... versuche ich das Video so kurz wie möglich zu halten. Hat er den Beat, den er jetzt gerade im Hintergrund laufen hat, nicht auch bei der ersten Trennung mit reingebracht? Weil das ist so ein emotionaler Beat. Dieses, du stehst an Brücke rückwärts und willst einfach nur noch so fallen. Ich spreche über ein sehr, sehr wichtiges Thema, was, sage ich mal, großen Einfluss für meine Zukunft hat. Ist auch sehr, sehr random, sehr spontan, dass ich dieses Video aufnehme. War diese ganze Woche sehr, sehr beschäftigt. Mit Elisa, war bei meinen Verwandten, habe jetzt auch noch mein Cousin bei mir, der hier schläft, und ich bin das gerade hier um, was weiß ich, 3 Uhr nachts sehr, sehr spontan auf, Leute. Die Frage ist nur, seine erste Trennung ist ja durch. Das heißt, er ist ja wirklich getrennt. Das Ganze war kein Prank oder so. Jetzt ist er in der zweiten Ehe und die Ehe ist anscheinend auch wieder vorbei. Die haben sich anscheinend auch wieder getrennt. Jetzt ist das eigentlich vom Ding her so eine 50-50-Sache. Entweder ist das wieder ein Prank oder es stimmt. Und wenn es stimmt, Khan, bitte, hör jetzt einmal, wenn du dieses Video siehst, hör bitte einmal auf mich. Wenn das wirklich stimmt und ihr euch wirklich getrennt habt und du in 2 Monaten vielleicht noch eine neue haben solltest, bitte mach es euch öffentlich. Lass es. Ich schwöre auf alles, es bringt nichts mehr. Weil ich mich jetzt dazu entschlossen habe, euch das Ganze zu erzählen, weil ich ganz genau weiß, boah, was wieder passieren wird, wie die Leute wieder reden werden und. Aber so oder so wird es früher oder später rauskommen. Beziehungsweise wahrscheinlich wird das nächsten Sonntag raus. 3-mal Anzugprobe beim selben. Ey, stimmt, das hab ich gar nicht bedacht, Zille, ne? Ey, Vater, wenn er sich nochmal verheiraten sollte, Bruder, geh bitte wenigstens zu einem anderen Typen. Weil das Ding ist, wenn du zu demselben Typen gehst, man sagt ja, man heiratet eigentlich normalerweise nur einmal im Leben. Wenn du aber gefühlt quartalweise heiratest, dann kannst du nicht zu dem gleichen gehen. Von einer bestimmten Person, die das Ganze öffentlich machen möchte. Und daher, ja, drücke ich das einfach lieber meinerseits aus, bevor irgendwie jemand anderes das preisgibt und dann die Leute wieder posten und sagen, wir haben das und das herausgefunden, Khan so, wir haben wieder hier und das herausgefunden, bevor diese ganzen Seiten wieder posten, haha, wir waren wieder schneller und haben das und das herausgefunden. Ich habe gar keine Lust auf diesen Kindergarten. Ja, Mann, folgendes, was passiert, ihr habt mitbekommen, ich habe geheiratet zum 2. Mal. So. Scheiße, dieser Spruch hat wirklich Gewicht. Alle guten Dinge sind 3. Was ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, ist aus meiner Erfahrung, man sollte einfach im Leben nichts überstürzen. Man sollte immer die Sache langsam angehen. 100%, aber man darf auch eine Sache nicht vergessen. Gewisse Sachen darf man nicht in die Öffentlichkeit ziehen. Schön und gut, Leute können gerne wissen, dass du in der Ehe bist. Leute können wissen, dass du glücklich bist, aber man sollte das in einer gewissen Art und Weise immer noch decken. Er hat seine erste Frau öffentlich gemacht, er hat seine zweite Frau auch öffentlich gemacht. Ist am Ende des Tages nicht gut, weil es gibt immer so viel negativen Einfluss von draußen. Man weiß ja nicht, was wirklich vorgefallen ist. Durch das Video werden wir wahrscheinlich nur mitkriegen, dass sie sich getrennt haben. Was aber genau in der Beziehung passiert ist, das können wir leider nicht wissen. Mich würde es auch interessieren, aber irgendwie hat es anscheinend nicht funktioniert. Entweder lag es an Khan oder es lag an der Schwester. Oder es lag einem Goldverkäufer. Abwarten und Zeit vergehen lassen, ne? Klar, es ist immer schön, wenn man sagt, ey, ich brauche keine 2-3 Jahre, um diese Menschen kennenzulernen. Wir machen das Ganze auf mit Gottes Segen, gehen den geraden Weg, wollen sofort schnell heiraten, das. Ihr kennt ja diese Filme, Leute. Manchmal ist es aber, glaube ich, ein bisschen besser, wenn man einfach so ein bisschen Zeit vergehen lässt, die Familien besser kennenlernt und. Leider habe ich mal wieder nicht gecheckt, was so dahinter steckte, Digga. Ich habe wieder nicht verstanden, dass das, also ich habe mir wieder was vorspielen lassen und ich habe es einfach übersehen, Digga.
Ich weiß nicht, warum das bei mir so schnell geht. Also so, warum man mir so einfach was vorspielen kann und ich das sofort glaube und einfach diese Gutherzigkeit, dass man den Menschen das Gute bei denen glaubt und sagt, ey, okay, so, tamam, die schmieren dir ein bisschen Honig um den Mund und ja, Mann. Ich habe auf jeden Fall einiges daraus gelernt und weiß, ja, worauf ich in Zukunft aufpassen muss. Ich habe das Ding ist, versteht mich da nicht falsch, ne? Guck mal, islamisch gesehen sollte man sich sofort verheiraten, ne? Am Ende des Tages kriegst du eine Frau oder du lernst eine Frau kennen über Familie eventuell und ihr heiratet sofort. Aber das Problem ist, was ich auch schon von den ersten Reactions aus gesagt habe, Digga, wie soll das funktionieren? Digga, du lernst wildfremden Menschen kennen, du weißt gar nicht, was deine Absichten sind. Die Person, die du kennenlernst, die kennt dich wahrscheinlich besser schon als du sie, weil sie sich eventuell schon durch YouTube kennt. Wie soll das Ganze denn funktionieren, wenn du nicht die Familie kennengelernt hast, die Frau nicht ansatzweise kennengelernt hast? Deswegen bei mir zum Beispiel, ich habe ja auch auf den Mein Chick, das kennst du, Aisha, glaube ich, zum Beispiel auch lange vorher schon kennengelernt. Wir haben uns so quasi aufgebaut. Versteht ihr, was ich meine? Man sagt ja auch immer, wenn du eine Frau heiratest, heiratest du ihre Familie mit. So, es bringt dich, wenn du eine Frau heiratest und mit der Familie überhaupt nicht klarkommst und da die ganze Zeit Beef ist. Das ist langfristig gesehen für die Zukunft auch nicht gut. Deswegen diesen Punkt bemängele ich, aber islamisch gesehen geht es halt nicht anders. Aber ich habe das schon davor gesagt, als sie zusammengekommen sind, das ist viel zu früh. Bruder, die kannten sich gefühlt zwei Atemzüge und auf einmal sind die schon verheiratet. Leider bei der zweiten Frau nicht kommen gesehen, was eigentlich ihr Plan war, was eher gesagt deren Plan war, was da faul war im Busch, habe ich erst später mitbekommen. Und erstmal, deswegen sage ich ja, bevor das Ganze gedroppt wird, droppe ich das lieber jetzt schon, weil nächste Woche Sonntag wird höchstwahrscheinlich ein Video kommen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie random ein YouTube-Video sein wird, Instagram, wo es sich veröffentlicht wird, ob das bei einem YouTuber passieren wird. Oh. Digga, wir haben mir heute gerade noch überlegt, so ey, aktuell YouTube voll tot. Reaction-Content. Reactson spricht mich jeden Tag auf dem Sofa an und sagt, Digi, aktuell gibt es nicht so viele Videos, ich habe gar keine Arbeit, ich habe nichts zu tun, ich bin arbeitslos. Und genau das wäre wieder der Start für Reactson. Bruder, wenn die Ex-Frau, jetzt die aktuelle Ex-Frau, und wenn das alles wirklich stimmt, die bei einem anderen YouTuber auspackt, dann ist vorbei. Chat, ihr wisst ganz genau, was das heißt, ne? Digga, die Folge gucken wir uns zu 1 Milliarde % wieder live an. Ich weiß nicht, was geplant ist. Mir wurde auf jeden Fall nur damit gedroht und erpresst und hier und wir machen ein Video und wir erzählen und das und jedes. Und ich habe gesagt, macht. Ich habe gesagt, geht, macht, erzählt, was ihr wollt. Ich kann nicht mehr. Leute, ich bin wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich absolut nicht mehr kann. Also wo ich wirklich, wo ich... Geht nicht mehr, Digga. Irgendwann ist halt so ein Tiefpunkt, wo du sagst, Tamam ist vorbei. Egal was kommt, ist mir scheißegal, Digga. Ich mache dieses Video einfach nur klipp und klar, ganz kurz, so zu erzählen, Tamam, es ist vorbei. Er geht so in die Opferrolle, er macht sich selbst kaputt. Serienname Kahns Liebesleben, Film. Das Ding ist, guck mal, es ist halt sehr, sehr schwierig, weil durch das Video haben wir nur so einen oberflächlichen Eindruck. Wir wissen aber nicht, was der Grund ist für die Trennung. Wir hören jetzt gerade nur Kahn seine Seite, wir hören aber nicht die Seite von seiner Ex-Partnerin. Das heißt, wir haben diesen Kontrast nicht zwischen beiden Parteien. Man kann sich nicht direkt eine Meinung ziehen. Ich kann auch nicht direkt sagen, okay, er hat zu 100% recht, ich glaube ihm jetzt einfach mal blind, weil wir haben die andere Partei nicht gehört. Und wir wissen ja allgemein nicht, wer jetzt im Recht ist und wer nicht im Recht ist. Deswegen, was unter den vier Wänden am Ende des Tages passiert oder hinter den vier Wänden passiert, ist deren Geschichte. Und das wissen ganz genau nur die. Wir können uns das halt nur so oberflächlich angucken, ne? Aber ich hoffe, er wird in diesen 6 Minuten, die wir noch haben, ein bisschen darauf eingehen, was der Grund eventuell war für die Trennung. Es hat leider wieder nicht geklappt. Es ist dran gescheitert, ja. Es ist jetzt einige Wochen her. Haben auch wahrscheinlich einige mitbekommen. YouTube-Videos wurden runtergenommen. Man hat nichts mehr von uns gehört. Keine Videos mehr, Stories, das, dies und jenes. So, Digga, und ich wollte das eigentlich gar nicht droppen, weil ich ganz genau weiß, wie die Leute wieder nerven werden und reden werden, haha, und hier und da, ich sehe das schon kommen, Digga, ist aber kein Problem, lacht den Menschen aus, hatet, macht, was ihr wollt. Lachen würde ich sowieso nicht, am Ende des Tages, warum soll ich über eine gescheiterte Ehe lachen? Ich finde es nur schade und ich weiß auch ganz genau, dass es einfach vielleicht der Fehler von Kahn ist, dass er das Ganze überhaupt öffentlich macht. Würde er es nicht öffentlich machen, wenn die Leute gar nicht erst wissen, er hat eine Frau, er hat wieder geheiratet, dann wäre das vielleicht für ihn besser für seine Zukunft und die Leute würden weniger darüber erzählen. Weil wenn er jetzt nochmal ein Video macht mit, ey, meine Kennenlern-Story, Bruder, dann ist echt, dann ist too much. Das geht nicht, weißt du, ich meine? Klar, der Anzugsverkäufer, der will auch sein Geld verdienen, der will auch Brot mit nach Hause bringen. Aber Bruder, dann wird es wirklich zu viel. Das wäre so
später auf jeden wieder zurückkommen. Ich kann nur eins sagen, ich wünsche wirklich jeden von euch, dass ihr den perfekten Partner findet, ja, dass niemand von euch so eine Sache durchmachen muss, dass am Ende irgendwie zur Trennung kommt mit einem Kind, was eine Scheidung erleben muss, was auch immer. Ich will, an die, die mir das Schlechte wünschen, nicht mehr euch wünsche ich das, weil ich ganz genau weiß, wie eklig sowas ist und dass viele sowas nicht vertragen können. Und leider, ich will gar nicht, also ob es nächste Woche so ein Video kommen wird oder nicht, weiß ich nicht. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch nichts dazu sagen, ich werde schweigen. Ihr wisst, Leute, wie ich bin, wenn jemand versucht, mit mir zu spielen, meinem Brot und wie auch immer, ich antworte nur drauf. Ich antworte mit den Fakten, mit der Wahrheit. Nächste Woche wird wahrscheinlich was kommen und darauf stelle ich mich ein. Mein Video wird fertig gemacht, weil es sind leider sehr, sehr schreckliche Dinge passiert, die ich gar nicht kommen gesehen habe. Kahns Fehler ist, dass er immer wieder seine neue Beziehung öffentlich macht. Bro, lebt doch einfach dein Leben, ohne mit deiner Beziehung anzugeben. Dann fragt er sich auch noch, warum es nicht klappt. Das ist ja dieser Punkt. Ich denke, würde Kahn das Ganze einfach privat halten, dann würde es nicht so viel Angriffsfläche in der Zukunft wegen ihm geben. Plus, es würde dann einfach vielleicht besser laufen in der Beziehung. Versteht ihr, wie ich meine? Beziehungsweise, die Beziehung würde länger halten. Man muss es halt auch noch aus einer anderen Perspektive sehen. Diese ganze Geschichte mit Kennenlern-Story oder Trennung, das kommt auf YouTube halt extrem gut an. Also einerseits freuen sich die Leute, wenn sich jemand kennenlernt, aber andererseits freuen diese Leute sich auch, wenn die Beziehung wieder kaputt ist. Also es ist so ein paradoxes Ding, so weißt du, aber Kahn weiß, glaube ich, auch, dass das Ganze gut funktioniert. Deswegen macht er halt auch die Videos. Mir persönlich wäre es unangenehm, ich sage euch ehrlich, würde ich jetzt 2 oder 3 Beziehungen haben, die einfach in kurzer Zeit scheitern oder eh noch schlimmer, dann würde ich da gar keine Videos zu machen, weil ich mir denke, so scheiß drauf, ob das jetzt zieht oder nicht. Es wäre mir einfach unangenehm, so. Weil die Leute lachen dann drüber oder die Leute ziehen das ins Lächerliche, weißt du, ich meine? Und das ist eigentlich das Letzte, was du jetzt in dem Moment brauchst. Ich würde es auf jeden Fall an seiner Stelle mit der dritten Ehe, die inshallah dann gut klappt und auch funktioniert, privat machen oder privat halten. Würde nicht alles im Internet preisgeben, vor allem, was ihnen auch davor passiert ist. Ja, 100%. Guck mal, es gibt so viele Sachen, die du zeigen kannst. Ich versuche auch viele Sachen zu zeigen, aber ich verdecke oder ich verberge natürlich auch gewisse Sachen. Ich gebe gewisse Sachen nicht allzu viel preis, weil am Ende des Tages sind wir immer noch im Internet. Weißt du, ich meine, ihr kennt mich am Ende des Tages besser als ich euch. So, ich habe euch noch nie gesehen so. Klar, hier im Stream sind wir alle noch persönlicher, wir reden noch mehr, wir haben mehr zu reden. So, in den YouTube-Videos ziehe ich einfach mein Ding durch, aber hier sind wir auch nochmal persönlich so. Aber ich achte aber trotzdem darauf, dass ich gewisse Sachen immer noch nicht loswerde oder auch privat halte, weil es mir dann auch zu Verhängnis werden kann irgendwann, wisst ihr? Ich habe 15 Frauen. Bruder, ich will das gar nicht erwähnen. Bruder, ich schäme mich dafür. Ich schäme, ey, Bruder, es ist so peinlich, ne? Das ist so hart peinlich, wenn ich euch erzähle, was passiert. Das war, ich kann nicht, Bruder. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Jeder, meine Familie, Freunde, alle sind fassungslos, Digga. Wir haben das nicht verstanden. Wir haben das nicht verstanden, Digga, auch was jetzt verlangt wird. Und was gesagt wird. Und ja, wir machen jetzt ein Video und ich expose. Mach, Alter, expose dich, mach. Zeig dich. Nimm Fame. Nimm, was du wolltest. Ja, hast du dein Fame, Digga. Mach deine Videos. Ich weiß nicht, was kommen wird nächsten Sonntag. Ich weiß auch nicht, was für eine Scheiße erzählt wird. Ich will euch nur vorwarnen. Deswegen mache ich auch dieses Video. Ich wollte das gar nicht erzählen. Aber wenn nächste Woche erzählt wird, Kahn hat dies und das gemacht, dann möchte ich, dass ihr erstmal kaum mal erstmal ein bisschen chillt, Digga. Und nicht wie davor immer, wir glauben, dass Kahn ist der, ne, der Bösewicht und das. Immer erstmal ruhig, Leute. Ich hoffe nur, dass ihr mit der Zeit gelernt habt, dass man sich beide Seiten anhören sollte und nicht sofort mal jemanden attackieren sollte. Und auf jeden Fall, was auch immer nächste Woche kommen soll. Ja, was auch immer nächste Woche kommt. Ich bin bereit, ich antworte drauf und dann habt ihr die ganze Wahrheit von dem, worüber ich mich nicht traue, hier zu sprechen, Digga. Ich glaube, das ist ein soziales Experiment. Die Familien kannten sich schon jahrelang. Das habe ich tatsächlich auch gerade im Kopf gehabt, weil das erste Mädchen war ja wirklich komplett fremd. Die Familien kannten sich gar nicht, aber die Familien sollen sich angeblich gekannt haben, sind aus demselben Dorf. Da denke ich mir so, okay, in welchem Sinne ist das? Kennst du kurz Denklücke gehabt? Denkfehler? Was soll ich sagen? Fuck, was soll ich sagen? Wie geht's eurer Familie? Was macht ihr eigentlich so heute? Bruder, es ist absolut, das ist so eine kranke Scheiße, ne? Ich kann darüber nicht mal reden. Ich habe das ja nicht gemacht. Ich selber sage, Bruder, das ist absolut, das ist, merkt euch diese Worte, kranke Scheiße. Ihr werdet nächsten Sonntag sagen, was eine kranke Scheiße. Wie kommt man nur auf sowas? Ich bin selber fassungslos und ich weiß nicht, soll ich weinen, soll ich lachen? Wirklich, Leute, ich bin am Ende, ne?
Ohne Mist, bei mir ist alles so... Ah, Digga. Aber jetzt die Frage, guck mal, der lacht ja selber drüber. Das heißt, es muss irgendwas Unnötiges gewesen sein, wofür die sich getrennt haben. Und jetzt frage ich mich aber als neugieriger Junge, was ist denn da genau jetzt passiert? Wenn das Fake ist, ne, ich schwöre, dann drehe ich richtig durch. Jetzt schon. Entweder 50-50, es ist echt oder es ist ein Experiment. Das sind gemischte Gefühle. Bruder, ich hab... Scheiß drauf. Ich hab euch jetzt hier erstmal nur versucht zu erklären, tamam, ist es vorbei. Scheiß drauf, Digga. Ist kein Problem, Bruder. Dann halt die nächste, ne? Kommt, die andere geht, Bruder. Ist kein Problem, Bruder. Familie bleibt, Freunde bleiben. Wenn eine Frau kommt und geht und Bruder, ist kein Problem. Klar ist eine Frau auch irgendwie, ne, so deine neue Familie, Digga. Halt nur bis zu dem Zeitpunkt, wo sie zu meinem Schuss kommt, dich zu verlassen, Bruder. So. Und wenn jemand nicht bei dir bleiben möchte und dich verlassen möchte, Bruder, dann sage ich, gehe, Bruder. So, ich traue niemanden hinterher, ich renne niemanden hinterher, kein Problem. Aber das... Der Billy hat einfach knapp 100.000 verloren durch zwei Hochzeiten, Digga, das ist unfassbar, ne? Ja, Sek, und das Ding ist, jetzt denkt er sich wahrscheinlich auch irgendwann so, Kelle, ich habe 100.000 verloren durch zwei Hochzeiten. Die nächste, die kriegt nur 5.000. Und am Ende ist das aber die, die fürs ganze Leben bleibt, weißt du? Die muss einfach die Scheiße ausbaden, was die anderen vermasselt haben. Was hier bei uns passiert ist und was wahrscheinlich nächste Woche dann erzählt wird und noch vermischt wird mit Lügen, das, Bruder, krank. Oh, das wollte ich euch nur ganz kurz gesagt haben. Ich habe gar keinen Kopf mehr dafür. Falls ich streamen komme, ich werde auch wahrscheinlich heute Abend um 20 Uhr live kommen, wenn ich live bin auf Twitch. Ich habe auch gar keine Lust, dass... Wenn ihr das sehen solltet, bitte, bitte bewahrt mich davor und schreibt mich rein, kann, was, das. Weil ich meinen Kopf gar nicht mehr in diese Sache rein. Ich will gar nicht, dass es wie letztes Jahr endet. Ohne Witz, Leute, weil es geht gerade so dazu und ich weiß, dass sich viele darauf aufgehen, Netflix. Wenn es so dazu kommt, nächste Woche von deren Seite, dann ist es so. Dann ist es halt so, dass wieder etwas von mir kommt und dann eskaliert die Scheiße wieder. Und das will ich nicht. Ich will nicht, dass es wie letztes Jahr endet. Aber ich wollte euch einfach nur vorgewarnt haben. Vorurteilt nicht so schnell, wenn ihr etwas sehen solltet, wenn da ein Video kommt, vor allem, wo sie selber vor der Kamera ist und spricht und tut und macht und die hatten da halt ihren Plan, haben was eingefädelt und Bruder, ich hab's zu spät gecheckt und... Guck mal, das Ding ist, solche Kommentare sind halt auch kelleck, ne? Bleib Single, heiraten ist nichts für dich. Auf den, dieses, Bruder, lass es mit Fußball, du bist eher so der Basketballer. Das Ding ist, man kann nicht sagen, heiraten ist nichts für dich. Es ist einfach nur das Problem, dass er das öffentlich macht. Ich glaube, das ist einfach das große Problem in der ganzen Geschichte. Khan, wie du gehörst denn? Wenn du Jack und Schwimmchen habe, mach nicht die nächsten Sachen öffentlich. Behalte es für dich. Lass es. Die Leute sollen es gar nicht erst wissen. Das wird wahrscheinlich dann viel, viel besser sein. Und Artina kommt gerade sogar mit 5 Subs wieder rein. Vielen, vielen Dank. Lass das Ganze einfach wirklich anonym. Ja, Mann, scheiß drauf, Digga. Das war's. Ich wollte euch das gesagt haben, Leute. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bruder, ich schäme mich. Ich weiß nicht mehr, wie ich dieses Video hochladen soll. Ich weiß ehrlich nicht, wie ich dieses Video hochladen soll. Mit welchem Gesicht, Digga. Keine Ahnung. Meine Freunde, meine Familie sagen, Bruder, ist passiert. Na und dann ist halt passiert. So, okay, dann hast du halt wieder tamam gescheiterte Ehe. Ist scheißegal, Bruder. Die Welt geht nicht unter. Scheiß drauf. Ich versuche das jetzt nur noch positiv zu sehen, Digga. Tamam, okay. Bis zum nächsten Sonntag. Digga, das Ende war gerade so dieses tamam, hatte. Bestimmt immer. Juck, tamam. Hatte, tschüss. When I link with ballpoint, you know it's not